Herzlich willkommen hier in der Wehrkirche Handwerk. Mein Name ist Thomas Willert und ich sitze hier im Bibelgarten, der mit 3700 Quadratmeter drittgrößten Kirchenburg in Deutschland. Nur die Kirchenburgen in Ostheim an der Rhön und in Rohr in Thüringen sind größer. Immer wieder werde ich gefragt, wie kam es zu dem Bau dieser Wehrkirche und warum ausgerechnet in Handwerk? Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Handwerk ist 950 Jahre alt, 1065 erstmals erwähnt. Damals gab es hier nur eine Handvoll Bauernhöfe und es gab eine Straßenwehr, ein befestigter Stützpunkt auf dem Weg von Nürnberg über Herzogenaurach nach Höchstadt nach Bamberg. Das heißt, ein wichtiger Stützpunkt für die Stadt Nürnberg. Und es gab die Ölbergkapelle, die Sie hinter mir sehen. Die erste Kapelle des Seebachgrunds, ab 1300 bereits erwähnt und wahrscheinlich schon viel älter. Hier trafen sich die Menschen zwischen Herzogenaurach und Höchstadt und beteten. Und drittens, der Markgrafenkrieg. 1449 entstand der erste Markgrafenkrieg zwischen der Stadt Nürnberg und den Markgrafen Albrecht Achilles von Bayreuth und Ansbach. Der Markgraf schickte den Fehdenbrief an die Stadt Nürnberg und provozierte somit die Stadt Nürnberg zum Krieg. Er wollte König von Franken werden. Handwerk war Teil des Königsguts Büchenbach und somit auf der Seite des Markgrafen. Innerhalb von 2 Jahren gab es eine Vielzahl an Angriffen. Es war ein typischer Kleinkrieg und jede Seite versuchte, die andere Partei zu schwächen, indem man die Dörfer angriff, die Bauernhöfe abbrannte, das Vieh erbeutete und letztendlich den Gegner schwächte. Im Juli 1449 wurde somit das Schloss in Weißendorf und das Schloss in Neuenbürg angegriffen und größtenteils ausgebrannt. Im August 1449 wurde die Wehrkirche in Büchenbach angegriffen von der Stadt Nürnberg. Und im Dezember 1449 wurde der Ort Großenseebach an der Seebach, nur einen Kilometer weit von Handwerk, angegriffen. Die Landbevölkerung war schutzlos. Man hatte keine Chance, denn nur den Städten war der Bau einer Stadtmauer erlaubt. Man war schutzlos den Angriffen der Stadt Nürnberg ausgeliefert. Es entstand die Idee, dass man die Kapelle zu einer Mauer zu einer Wehrkirche ausbaute. So entstand die Idee der Wehrkirche. Bereits in Grafzow und in Effeldrich gab es ältere Wehrkirchen. Und die Ölbergkapelle sollte hier der Ausgangspunkt werden. Doch wie kann das geschehen, ohne die finanziellen Mittel und ohne das Know-how der Baukunst? Wie durch ein Wunder kam an diesem Moment Johann Igelthaler auf den Plan. Er war Nürnberger Patrizier und Teil des Rates der Stadt Nürnberg. Vielleicht war er sogar involviert in den ersten Markgrafenkrieg und zeigte nun Reue. Er war auf jeden Fall ein Wohltäter, weil er kaufte einen Bauernhof in Oberlindach bei Weißendorf. Und für die finanziellen Erträge dieses Bauernhofs sollten verwendet werden, um hier in Handwerk einen Pfarrer anzustellen und die Wehrkirche zu bauen. Er gab sogar sein eigenes Geld in dieses große Projekt. 1464 feierte er eine Frühmesse in der Ölbergkapelle, die Sie hinter mir sehen. In dieser Frühmesse wurde ein Dokument unterzeichnet, das der Stadt Nürnberg das Patronatsrecht übertrug. Das heißt, Nürnberg war verantwortlich für den Bau dieser Wehrkirche. Nürnberg war verantwortlich, dass die richtigen Baumeister und Architekten und Steinmetze hier vor Ort waren. So waren es 3 Gründe, die für den Bau der Wehrkirche hier in Handwerk verantwortlich waren. Es war die Straßenwehr und somit der strategische Ort Handwerks auf dem Weg von Nürnberg nach Bamberg. Es war B, die Existenz der Ölbergkapelle als erste christliche Kapelle des Seebachgrund. Und es war C, dieser Glücksfall oder vielleicht diese göttliche Fügung des Johann Igelthalers. Alle diese 3 Faktoren sorgten dafür, dass in nur 25 Jahren bis 1486 eine Wehrkirche entstand,
wie aus einem Guss. Die Pfarrkirche Geburt Mariens mit dem 52 Meter großen Kirchturm und die große Wehrmauer. Mit den Rundtürmen und Wehrtürmen wurde bis 1486 weitestgehend gebaut. Was das Besondere an dem Bau der Wehrkirche war und was das Verteidigungskonzept für eine Rolle spielte, würde ich euch in einer nächsten Sendung erklären.